Houston, we have a problem. Ja, wenn diese Worte erklingen, heißt das, dass jemand wirklich ein Problem hat und dringend Hilfe braucht. Und hier im NASA Space Center sitzen die Frauen und Männer, die dann unter Hochdruck daran arbeiten, das Problem zu lösen. Aber was genau machen 15.000 Mitarbeiter da den ganzen Tag bei der NASA? Wir waren in Texas und waren exklusiv und hautnah dabei. Das fällt einem bei NASA sofort ein. Liftoff for the final launch of Endeavour. Aber warum liegt hier eine ganze Raumstation unter Wasser? Wow, das ist echt riesengroß. Was essen Astronauten wirklich im Weltraum? Ihr habt M&Ms in der Raumfähre? M&Ms on the space station. Das alles klärt Galileo-Reporter Maurice Geider. Dafür fährt er nach Houston, Texas. Er ist auf dem Weg zum Johnson Space Center. Haben die NASA-Mitarbeiter wirklich den coolsten Job der Welt? Auf die Frage, was willst du später einmal werden, war meine Antwort als Kind immer Astronaut. Und er trifft einen der wenigen Deutschen, die sogar mehrmals im Weltraum waren. Und jetzt bin ich tatsächlich bei der NASA in Texas in Houston unterwegs und kann mal gucken, was machen die Leute dort? 15.000 Menschen arbeiten dort. Sitzen die den ganzen Tag am Computer? Telefonieren die mit der Internationalen Raumstation? Ich bin hier und guck mal rein. Es hat Monate gedauert, bis wir alle Genehmigungen zusammen hatten, um auf dem streng bewachten NASA-Gelände überhaupt drehen zu dürfen. Ohne Aufpasser darf sich hier niemand bewegen. Unserer heißt Janet Stewart. Sie ist für die nächsten Tage immer an Maurice' Seite. Das Gelände des Johnson Space Center umfasst 655 Hektar, die Fläche einer Kleinstadt. Mit Straßen, Krankenhaus und eigenem Kraftwerk. Gegründet wurde die NASA 1958 als US-Behörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft. Das Ziel, die Eroberung des Weltalls. Als erstes will Maurice zum Gehirn der Raumfahrtzentrale. Vom Mission Control Center aus hat die NASA schon die Mondlandung koordiniert. Sheldon aus der Big Bang Theory, der würde wahrscheinlich jetzt weinen vor Glück, aber ich bin am Mission Control Center. Von hier aus wird die internationale Raumstation gesteuert. Man kennt das aus Filmen wie Armageddon oder Apollo 13 und genau dahin gehe ich jetzt. Hi. Also jetzt geht's rein. Limited Area, da dürfen nur ganz, ganz wenige rein und wir haben das Glück, uns das anzuschauen. In dem Gebäude befinden sich mehrere Kontrollräume, zum Beispiel für Raketenstarts. Aber einer ist mit Abstand der wichtigste. Wow. Das ist krass. 50 Spezialisten koordinieren hier die ISS rund um die Uhr. Diese Bilder live aus dem All. Astronautin Peggy Whitson ist seit fast 8 Monaten auf der ISS. Von hier aus steuert die NASA die Kommunikation mit den Astronauten, das Computernetzwerk und die Sauerstoffversorgung. Die Raumstation wird nicht von der Crew im All gesteuert, sondern von diesem Herrn auf der Erde. Timothy Hall überwacht die Weltraumspaziergänge und verbringt per Funk unzählige Stunden mit den Astronauten. Wie ist es für die NASA zu arbeiten? Aufregend und manchmal auch nervenaufreibend. Wir kontrollieren die International Space Station. Wir schicken täglich rund 3000 Befehle hoch und steuern verschiedene Bereiche der ISS. Macht ihr auch Witze mit den Astronauten? Manchmal. Meist dreht es sich aber um die Arbeit. Ein bisschen Spaß wollen die aber auch haben. Es gibt Internettelefone auf der ISS. Die Astronauten können zum Beispiel Blumen für ihre Frau bestellen. Die Astronauten auf der ISS haben einen straffen Arbeitstag. Gerade mal 4 Stunden Freizeit und freie Wochenenden. Zeit für Körperpflege oder Sport. Um die Erde fliegen ist nicht genug. 2030 will die NASA die erste bemannte Mars-Mission starten. Was löst die Idee, zum Mars zu reisen, bei Ihnen aus? Wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dauert es momentan höchstens 1,5 Stunden, um ihn von der ISS zurück zur Erde zu bringen.
Wenn man zum Mars fliegt, ist man bis zu einem Jahr unterwegs. Das ist ein großer Schritt und wir müssen einiges für die Crew bedenken. Weltraumflüge begannen mit 1,5 Stunden, dann 3 Tage, jetzt bis zu einem Jahr, die man im Weltraum verbringt. Die Astronauten müssen alles dabei haben, um sich und das Raumschiff in Ordnung zu halten. Astronauten auf dem Mars. Schon in 2-3 Jahrzehnten könnte das laut NASA Wirklichkeit sein. Auf dem Gelände befindet sich auch der 2. größte Innenpool der Welt. Hier trainieren Astronauten für ihre Mission im All, unter Wasser. Es riecht schon so nach Chlor. Es riecht nach Schwimmbad. Der Pool ist 12 Meter tief. Es geht hier 6 Meter nach oben und 6 Meter nach unten. Okay. Am Pool gibt es eine gelbe Linie. Niemand darf über diese Linie. Denn unter Wasser liegt das komplette Modell der ISS. Wenn etwas ins Wasser fällt, könnte es die komplexen Aufbauten und Messinstrumente beschädigen. Wow, das ist echt riesengroß. Der Pool ist 62 Meter lang und 31 Meter breit. So viel Platz braucht das komplette Modell der internationalen Raumfähre. Wir haben großes Glück. Gerade testen 2 Astronauten einen neuen Raumanzug. Eigentlich streng geheim. 8 Stunden werden die beiden Astronauten ab jetzt unter Wasser bleiben. Dort herrschen ähnliche Bedingungen wie in der Schwerelosigkeit. 9 Taucher sind für die Sicherheit zuständig. Auch der ehemalige US Marine Nick Pavlo steigt dafür als Taucher ins Wasser. Als man mir diesen Job anbot, habe ich sofort zugesagt. Ich sehe das als Chance, an der Wissenschaftsfront zu dienen und die Menschheit in Zukunft weiterzubringen. Hier trainieren die Astronauten Reparaturarbeiten, die sie später in der ISS beherrschen müssen. Springen Sie nach der Arbeit auch manchmal rein? Das ist eigentlich das Coolste an dem Job. Hierfür muss man fit sein. Ein Teil unserer Arbeit ist zu trainieren. Wir dürfen am Morgen im Pool schwimmen und haben einen eigenen Kraftraum. Ich stelle mir gerade vor, Schatz, ich habe gerade meine Morgenrunde gedreht im NASA-Pool. Auf der Space Station müssen die Astronauten auch essen. Aber was eigentlich? Das will Maurice jetzt wissen und wird überrascht. Maurice fährt zur NASA-Küche. Dort arbeiten diejenigen, die wissen, wie man Mahlzeiten weltalltauglich zubereitet. Die Leiterin der NASA-Küche ist Vicky Clurs. Fast allem, was die Astronauten essen, entziehen die NASA-Köche das Wasser, um Platz und Gewicht zu sparen. Es gibt Hackbraten, Nudeln oder wie hier Knuspermüsli. Das sieht ganz schön wissenschaftlich aus. Das hat auch viel mit Wissenschaft zu tun. Es dürfen keine Bakterien entstehen. Das erreichen wir auf 2 Arten. Durch Gefriertrocknen, das sieht man hier. Und durch Thermostabilisierung, wie in Dosen. Ein kleiner Schritt für Maurice, ein großer für Galileo. Wir dürfen die NASA-Küche ausnahmsweise von innen filmen. Das hätte Maurice nicht gedacht. Es gibt auch ganz normale Sachen aus dem Supermarkt. Was ist das beliebteste Gericht auf der ISS? Über all die Jahre ist es unser Krabbensalat. Und was mögen Sie am liebsten? Ich mag Nachtisch. Am liebsten den Kirschblaubeerauflauf. Von wegen eintöniges Astronautenessen. Auf der ISS sind 200 verschiedene Gerichte und Getränke im Angebot. Auch für Vegetarier. Maurice darf Tofu und Bohnensalat probieren. Es schmeckt okay. Es ist halt von der Konsistenz her, wie sagt man, lätschig, wabbelig. Es ist halt überhaupt nicht mehr knackig, was ja Gemüse normalerweise ist. 15.000 Menschen arbeiten auf dem Gelände. Die meisten hier.
Über 100 Simulatoren sind im NASA-Modellfuhrpark aufgebaut. Ein regelrechter Verkehrsgarten für Astronauten. Hier trainieren sie an Raumkapseln und Modulen der Internationalen Raumstation. Megan Daly entwickelt Simulatoren und bildet Astronauten daran aus. Alles funktioniert exakt so wie die Geräte im Weltraum. Krass. Also man kennt das ja manchmal so aus Vergnügungsparks, dass man irgendwie sowas fliegen darf in so einer Kapsel. Aber hier, genau hier, trainiert man das. Jetzt darf auch Maurice in den Simulator einer Raumkapsel und bekommt von Megan ein professionelles Astronautentraining. Wie reagieren die Leute, wenn du sagst, du arbeitest bei der NASA? Die meisten so. Was? Hier trainieren die Astronauten, wie sie über einen Greifarm Service-Module an die ISS andocken. Lebenswichtig, denn die Module bringen alle paar Monate Lebensmittel und Ausrüstung von der Erde. Im All haben die Astronauten dafür nur wenige Sekunden. Sonst ist das Modul Lost in Space. Maurice testet den Ernstfall. Es ist nur eine Simulation, Maurice, und ich bin trotzdem aufgeregt. Geschafft! Nach nur 3 Versuchen hat Maurice virtuell an der ISS angedockt. Nicht schlecht. Jetzt hat er die Ehre, einen echten Astronauten zu treffen. Der deutsche Hans Schlegel war 1993 und 2008 im Weltall. Wie ist es so, da oben? Dann hat sich die Schleuse geöffnet und dann steht man da. Ich meine, das ist zum allerersten Mal, dass man so einen richtigen, kompletten Blick aufs Weltall hat, auf die Erde, die da auf einmal so vor einem schwebt. In der Schwerelosigkeit gibt es kein Stehen, da schweben wir. Daran muss man sich erst mal gewöhnen. Und dadurch wird der Blick natürlich zurück auf die Erde, wird auch irgendwie surreal. Es ist wirklich eine neue Erfahrung. Und als ich dann runterschaute und tatsächlich Köln erkannte, gezeichnet durch die typischen Rheinwindungen dort, mein Zuhause und den Blick zurück, Mensch, da muss das ja vor 5 Sekunden gerade Aachen gewesen sein, da haben sich mir die Nacken hochgestellt. Hans Schlegel zeigt Maurice seinen früheren Arbeitsplatz. 2-mal flog er mit dem Space Shuttle ins All. Heute arbeitet er auf der Erde für die NASA als Berater. Wo haben Sie im Space Shuttle gesessen? Ich habe unten im Mitdeck gesessen, einmal ganz rechts als Science-Astronaut, Wissenschaftsastronaut und beim zweiten Mal als MS, Mission Specialist. Auf der linken Seite war ich der Kommandant des Middecks für so Dinge wie im Falle eines Falles ein Loch in das Shuttle sprengen, die Luke aufzusprengen und die Hilfsmittel zur Notrettung zu bedienen. 12 Tage hat Hans Schlegel auf der ISS verbracht. In Texas steht eine exakte Kopie aller Module. Das ist auf dem ersten Blick sehr geräumig. In Realität sind jede Menge Kabel, es ist also weniger aufgeräumt. Die ISS ist innen etwa so groß wie ein Haus mit 5 Zimmern, inklusive 2 Bädern, mehreren Laboren, einer Küche, Schlafkojen und einem Gymnastikraum. Hans Schlegels Highlight als Astronaut im All? Sein Außeneinsatz an der Raumstation. Das war für mich ein unvergleichliches Erlebnis. Da würde ich noch mal 10 Jahre für trainieren, wenn meine Frau mich lässt, um das noch mal erleben zu können. Maurice hat bei der NASA jede Menge erlebt. 15.000 Menschen arbeiten hier. Viele haben extrem spacige Jobs. Maurice durfte sich die coolsten anschauen. Meine Mission bei der NASA ist beendet. Die Mission der 15.000 Leute hier in Houston geht aber weiter. Egal, ob sie Nahrung herstellen für Astronauten, diese trainieren oder die ISS steuern. Und das machen sie mit voller Leidenschaft. Und vielleicht bringt sie diese Mission demnächst sogar auf den Mars.